Moin, Moin, ihr Sizzler da draußen. Herzlich willkommen zur nächsten Sizzle Brothers on Tour Ausgabe. Heute geht's wohin, Julian? Nach Bischofshofen. Nach Bischofshofen, der Herr Dampkier von MacBriquette hat uns und den Tobias, den Jörn, den Daniel, den Christian von Cook With Me AT und noch ein paar andere Pogge Blogger eingeladen zum sogenannten Barbecue Summit 2016 auf einer Alm. Wir sind auf 1500 Metern Höhe und jetzt fahren wir beide, es ist, weiß nicht, 6 Uhr oder so, in der Früh. Wir fahren zum Tobi, holen den ab und dann geht's von Paderborn nach München mit dem Flieger. Ja, und wir werden wie immer hier so ein paar Momente festhalten, dass ihr ein bisschen so hinter den Kulissen seht, wo wir uns so rumtreiben. Könnte spannend werden. Genau, heute. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Das ist für euch ja auch denkbar langweilig, so eine Autofahrt zu beobachten. Und deswegen machen wir uns bei Tobi wieder. Ja, wir machen später wieder an. Over! Ja, Freunde der Nacht, wir haben es geschafft. Wir sind am Flughafen hier im Bus zum Flugzeug. Ja. Wir sind auch die Letzten wieder. Wir sind die Letzten, wir sind aber nicht ganz allein. Hallo! Hi, wir begleiten euch. Ja. Wir haben uns hier zusammengefunden und fliegen gleich nach München. Das ist übrigens Muestra Barbecue, ne? Dann müssen auch alle wissen. Ja, der dritte fehlt noch. Und das ist Tobias von? Tobias.grill.de. Aha. Und groß ist er geworden. Ja, groß ist er geworden. So, wir steigen gleich in den Flieger ein und da ist ja Elektronik nicht so cool. Naja, wir sehen uns dann in München. Bis gleich. So, ab geht die Post. Bitteschön, das gibt's auch noch. Danke. Oh, da gibt's noch Süßigkeiten. Süßigkeiten. Ja. Danke. Julia, was ist los? Ich fliege nicht gerne. Wir haben übrigens einen guten Ausblick hier. Wunderbar, können die Flügel sehen. Noch stehen wir, gleich geht's rund. Dann möchten Sie noch daran erinnern, dass Lufthansa-Flüge nicht rauchen, Flüge sind und zum Start stellen. Eben noch im Flugzeug und jetzt stehen wir hier schon vom Münchner Airport. Wir sind also sicher gelandet. Ja, der Pilot, könnte man Lob aussprechen, falls du dieses Video siehst. Genau. War super. Wir sind auch nicht alleine gut gelandet, guck mal. Ja, wir sind, wir sind nicht abgehauen, wir sind immer noch da. Ja, immer noch da. Jetzt geht's weiter in die Innenstadt von München, dann werden wir bald abgeholt und dann geht's nach Bischofshofen. Vielleicht gibt's da was zu essen, wenn wir Glück haben. Ja, wenn wir Glück haben. So, jetzt sind wir noch mal einen kurzen Zwischenstopp in der Hamburgerei machen. Jawohl. Das Ding soll eins der Top 9 besten Restaurants, Burger-Restaurants sein, in ganz Deutschland sogar. Und davon werden wir uns natürlich jetzt überzeugen und mal gucken, was es hier gleich so Leckeres gibt. Es ist soweit. Burger sind da. Yes, komm. Komm, wir zeigen mal. Komm mal. Jawoll, der sieht lecker aus. Der sieht verdammt geil aus. Süßkartoffelsticks, die probiere ich auch direkt mal. Live und in Farbe. Mmh. Sehr lecker. Deine auch da, ne? Ja, das ist der gleiche Hamburger nochmal. Wir lassen uns das mal jetzt gut schmecken. Ja, und dann geht's weiter nach Bischofshofen. Wir sind ja durchaus einverstanden, dass wir heute grillen und dass wir hier in Bayern sind und so weiter, aber jetzt mal im Ernst. Muss man sich das da antun? Was ist denn die Hoffisterei? Also? Genuss und Natürlichkeit, das mag ich ja zu bezweifeln. So, Zeit für einen weiteren kurzen Tripper-Update. Ja, wir befinden uns jetzt on the Piste. Genau, jetzt geht's nach Salzburg, oder? Genau, erstmal holen wir noch Jörn, Daniel und Stefan Zierer von Bavarian Barbecues. Und dann geht's weiter. So der Plan. Der Bus ist übrigens auch gut dimensioniert für uns. Das kann man schon mal festhalten. Ja. Da hat sich Kaspar nicht lumpen lassen. Hier vorne sitzt doch der Rest. Efti, du kannst mal ganz kurz winken und lachen. Der Mann des Olivenöls.
So, dann machen wir da aus, ja. Und wer kommt hier? Nein! Ein wunderschöner. Ist das nicht dieser Jörn You Barbecue Rocco? Nein, das ist der berühmt-brüchigste. Barbecue aus Rheinhessen. Die Live-Schalter damit dazu. Also zusammen. Mach die Kamera jetzt erstmal aus, jetzt ja. Wird erstmal geknuddelt. Ja, wir filmen natürlich knuddeln. Oh, das muss Friede sein. Hi, Stefan, hallo. Ah, ich kenne dich nur vom Periscope. Grüß dich, grüß dich. Wir zeigen gleich nochmal rein, ne? Bis gleich. Und wer ist das? Gute! Na, wie geht's? Komm, einer setzt sich hierher. Ah, oh, ist das schön. Willst du zu mir kommen oder willst du zu dir? So, Begrüßung ist durch, jetzt können wir wieder normal reden. Nein, Quatsch. Hi. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Da ist die Hütte und das ist unser Ausblick. Es liegt hier auch noch reichlich Schnee. Macht ja auch Sinn. Wir sind hier in den Bergen. Und ja, der Kasper hat hier schon ein bisschen aufgebaut. Ich würde sagen, Björn, was sagst du? A. Ich muss mal hier auf das Qualitätsmerkmal des Busses hin. Qualitätsmerkmal. Ja. Ja, wir freuen uns. Sieht großartig aus. Wir besichtigen erstmal die Hütte. Genau. Hier wird jetzt eine Rinderschulter zerlegt. Gott, Entschuldigung, alles gut. So sieht's aus. Du hast Landfieber, ich weiß. Ja, ich bin so aufgeregt. Ich war 5 Jahre mit einer Metzgerin beieinander. Wieder schlecht, nichts mehr. Ich mach kein Rostbeef, weil das ist mittlerweile gang und gäbe. Ne? Diese ganzen Rage, T-Bone-Steak, Porterhouse-Steak, Tomahawk-Steak. Aber trotzdem da. Ja, wir haben da auszulösen. Das Ausbein. Das Ausbein ist ja da keine große. Ich hab mir gedacht, dann nehmen wir einfach mal Stücke, die ihr alle kennt, aber gar nicht wisst, wo eventuell der eine oder andere, wo es eventuell sein kann. Ich nehme die Schulter, wo man das Terrace Major, das Flat Iron und solche Sachen baut, zeige euch das und dann zeige ich euch gleich auch noch die Dünnung, wo das Flanksteak, die Bavette und solche Sachen. So, für den ersten Teil des Tages sind wir jetzt soweit durch. Videobomb, Julian ist betrunken. Videobomb. Der ist total besoffen. Glaubt ihm kein Wort. Und der hier, ist noch besoffener als der da. Und wenn die 50.000 Abonnenten haben, heiraten die zwei. Also wir gehen jetzt zum gemütlichen Teil. Ich wollte eine ganz normale Abmoderation machen, dass wir uns morgen wieder melden. Ja, weil wir gehen nämlich jetzt zum gemütlichen Teil. Und wie ihr sehen könnt, das ist nämlich unser Nummerland hier. Hier schläft die deutsche Barbecue-Szene. Ist das ging noch? Gemütlicher Teil. Ja. Also, es wird jetzt stressig. So, Freunde, es ist 8:45, Samstagmorgen. Und wir gucken uns dieses herrliche Bild an. Also wirklich ein traumhaftes... Ist von uns vorbei, ne? Ein traumhaftes Panorama. Zieht euch das rein. Super geil. Das ist schon schwer geil. Hier ist schon ein bisschen was aufgebaut. Hier wird gleich gefilmt. Ja, der Smoker läuft schon. Dass ihr mal aus dem Bett kommt. Jörn, erzähl mal was. Wie war die Nacht? Die Nacht war überraschenderweise sehr gut. Oropax und Augenbinde sei Dank. Und ich sag mal so, wir haben uns gestern in den Schlaf gelacht. Ja? Also das kann man nicht anders sagen. Müde gelacht sozusagen, weil mit 6 Videobloggern auf einem Zimmer, verdammte Scheiße. Das war super geil. Also wir haben richtig, richtig Spaß gehabt. Da ist jetzt auch Hannes. Ja. Hannes ist schon ausgeschlafen. Ich bin Der hat gestern, glaube ich, vielleicht das ein oder andere Bier zu viel getrunken. Wollen wir jetzt nicht laut sagen. Mal gucken, wer hier noch steht. Der Christian. Christian haben wir übrigens heute, das allererste Mal live getroffen. Und der Typ ist wirklich der Wahnsinn. Ja, geht. Doch, der ist schon ganz cool so. Ja. Also, ich habe eine wunderschöne Nacht mit die Sizzlers verbracht. Ja. Wunderschöne Nacht, sagen wir, Julian. Nein. Was hast denn du heute Nacht getrieben? Hast du dich geprügelt heute Nacht? Angebrüllt? Nicht nur geprügelt, sondern von die Sizzlers, also die aus dem Doppelbett, hat man die ganze Zeit irgendwie... Also an der Stelle muss die Kamera schnell wegspringen. So, mal gucken, was hier so ist. Hat er die ganze Nacht gebrüllt? Guckt euch das an. Morgen. Tobias, sag mal guten Morgen, genau. Morgen. Tobias ist hier auch schon gerade dabei, was vorzubereiten. Ja.
Pogge auch. Morgen. Hast du gut geschlafen, lieber top Pogge? Fit, sehr gut. Pogge ist topfit. Was gibt's heute? Sound. Ich hoffe, was vom Grill. Ja. Es gibt was vom Grill. Wollen wir mal gucken, was hier so steht? Das sieht nach Spaß aus. Alleine hier Bacon, ohne Ende Bacon. Susanne, jetzt sag nochmal abschließendes Wort, dann mache ich mich die Aufnahme aus. Abschließendes Wort, es ist 9 Uhr, da liegen immer noch Bizeps drauf. Ich habe diese schon dann. Frühstück wird auch schon gegrillt, der erste Gang, und wir essen gleich erstmal was. So der Plan. Meine Augen sind sehr klein, deswegen trage ich aktuell noch eine Brille. Also ihr seht, er ist noch ein bisschen mufflig. Ich mache jetzt erstmal aus und dann gucken wir nachher mal, wie es hier weiterhin aussieht. So, hier wird auch mit neuester Technik nicht gespart. Eine Drohne. Wir haben jetzt mit dem Blogger-Contest gestartet. Und jetzt gucken wir noch mal nach, was wir da heute so vergrillen werden. Das hier unten unser Frühstück. Die beiden filmen schon fleißig. Daniel, was machst du gerade? Ich mache auf die mittlere Toastscheibe schneide ich eine kleine Kuhle aus, weil da kommt dann die Überraschung rein. Ah ja, das heißt, wir machen ein gefülltes Sandwich zum Frühstück, ja? Oder so ein Toastbrot? Ja, so ein Bacon Egg Toast mit Überraschung. Mhm. Viel Liebe. Ja, mit viel Liebe? Kannst du es nochmal sagen, das ist mit viel Liebe? Viel Liebe. Ah. Also Daniel macht das Sandwich ja auch sehr zärtlich. Deswegen nennen wir ihn ja in Love Sandwich Maker. So, die gucken wir mal, was das gegnerische Team hier macht. Das ist übrigens das Gegnerteam hier. Und die können nichts weiter als so ein bisschen Bacon da reinschmeißen. Das kann ja jeder. Das ist vollkommen ja ganz einfach. Korrekt. Voll einfach, ey. Hier ist auch ein Gegner von mir. Ja. Geht gar nicht. Aber sieht stylisch aus. Ne? Eine Sonnenbrille auf, schwarze Handschuhe, cooler Pulli. Das läuft. So, ich So, Stefan macht derweil schon mal mit den Paprika weiter. Was machst du damit gleich? Die werden klein, im Ganzen werden wir die nachher anbraten. Ja. Dann werden die nachher klein auf die Sandwiche verteilt. Haut abziehen und so weiter, ne? Und dann kommen die raus. Genau, noch ein Grill. Sehr lecker. Gucken wir mal, wenn es nachher fertig ist. Gemeinsames Grillen ist etwas, was ein Intellekt schult. Und deswegen habe ich hier zwei Spezialisten. Wo? Guckt euch das mal an, wie die Liebe und Hingabe, die das hier machen. Ja, geht. Das sind meine Teammitglieder. Ich bin ja sowas von stolz. Auch mal kleine Ohren. Wahnsinn. Ja. So, unsere Sachen liegen auf dem Grill. So sieht das Ganze aus. Und das sind die gefüllten Toastbrote. Ja, du machst ein Foto. Ich bin da reingelaufen. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Mit unserem Ergebnis? Nein, das ist dein Ergebnis. Nee, das ist unser Ergebnis. Ja, okay, ist unser Ergebnis. Er hat zwar nichts gemacht, aber es ist unser Ergebnis. Nee, alles super, alles perfekt. Alles geil. War geil. Läuft, Leute, läuft. Jetzt muss es nur noch schmecken, dann ist alles gut. Ja, aber es kann aber nur vom schmecken. Platz. Es kann nur schmecken. Es muss schmecken. Hier, was hältst du davon, wenn wir den Krempel Bacon klein schneiden? In der Pfanne nochmal anbraten und das nochmal als kleines. Hi, erster Gang ist fertig, guck mal. Ist das geil? Und was haben wir hier nochmal, Tobi? Wacheleier mit etwas Candy Bacon. Dann haben wir ein Bread gefüllt mit Rührei, Gruyère-Küse überbacken, einen kleinen Bacon-Chip oben drauf, Klecks, Barbecue-Soße.
Und das geht jetzt zu dir mit Toten, was wir brauchen. Ja, geil, wir schauen nochmal hier. Die anderen so getrieben haben, das sieht auch verdammt lecker aus. So, wir haben jetzt noch 10 Minuten, bis wir den zweiten Gang servieren. Hocke, was gibt's bei euch? Sag, komm mal her. Sag es doch mal. Mit der Kamera mit, und zwar... Was gibt's denn? Leckeres Butterbrot. Leckeres Butterbrot, dagegen können sie natürlich bei uns dann nicht anstinken. Weil bei uns gibt's was viel Geileres. So sieht's hier nämlich aus. Das wird ein alte Woodstock-Sandwich. Woodstock-Sandwich. Diesen Salat habe ich natürlich gemacht. Was wird das? Ein Woodstock-Sandwich. Und die Jury ist schon bereit und hat Hunger. Sehr bereit. Sehr. Habt ihr auch Hunger eigentlich? Ja, aber ihr habt keine gute Laune, ne? Ja, weil wir so Hunger haben. Tut mal so, als hättet ihr gute Laune. Tut mal so, als hättet ihr gute Laune. Wir haben so gute Laune. Da ist nichts mehr zu holen. Das ist eine coole Kamera. Guck mal. Ist ja stylisch. Sag mal was. Da steht was auf seinem Handy drauf. Hier, Pedro Max. Ja. Ja, wir sind einfach mal rumgekommen. Bascht. Und hier gibt's alkoholfreie Getränke. Ja, also den Alkohol gab's vorher. Ich muss mal eine Runde abbauen, sonst wird das heute nichts mehr hier. Sehr gut. Geht gleich in eine zweite Runde. Ich bin gespannt. Du darfst bewerten, ne? Die erste Runde war ganz geil. Willst du mich bestechen gerade oder was? Die erste Runde war doch ganz geil, oder nicht? Passt, die erste Runde war super, ja. Wie machen wir es in der zweiten Runde? Ja, gucken wir mal, wir reden nochmal. Aber alte Wutz, weißt du das? Ja, 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 ich merke mir das. Okay, kein Problem. Das Ding haben wir gewonnen. So, der zweite Gang, das Sandwich. Übrigens von Tobias gebacken, das werdet ihr auf seinem Kanal dann sehen, oder? Ja, ja, genau, das werdet ihr da sehen. Rezeptvideo kommt dann bald. Perfekt. Das sieht schon mal sehr geil aus. Björn schreibt, ja, fantastisches Lenk, wie Björn sagen würde. Absolut fantastisch. Salz, ich hätte vorher Salz drüber gemacht und dann nochmal Salz. Dazu gibt es hier noch Vorgangszwiebeln, die wurden vierfach reingeduziert. Also die haben Geschmack. Die haben richtig Geschmack, ja. Das ist eine wahre Freude. Da ist auch nicht dezent Zucker drin. Ob ich nur so ein Stück Fleck auch probieren kann. Was sagt ihr, Jimmy? Schmeckt? Ja. Braucht noch nicht mal Salz drin. Nee, also wie gesagt, Salz habe ich ja vorher dran gemacht. Ja. Lass uns gucken, dass wir jetzt wirklich das, was ich hier gerade aufschneide, benutzen für das Sandwich benutzen, weil das ist die bessere Seite. Ja, genau. Und ich gehe mal gerade, wenn hier ein Picture gemacht wurde. Nee, machen wir. Ja? Ich geh mal rüber. So, was geht bei euch? Ralf hat gesagt, der Check. Also hier ist der Kasten. Wir gehen auf jede Nummer sicher und machen eine Das sieht echt so geil aus. Mega. Wir machen ein Woodstock-Sandwich, also im Endeffekt Fladenbrote mit alter Wutz. Wir haben ein bisschen so griechisch. Wir müssen loslegen. Wir müssen loslegen. Weg, Bruder vom Platz. Der Daniel, der bindet einen hier mal zum Kopf. Reduzierten Portwein, ganz viel Portwein rein und die Zwiebeln halt vorher andünsten. Fantastisch. Und hier beobachten wir nochmal. Bitte schön verteilen, weil genau 4 Stück, ja? Die sind sowas von intensiv vom Geschmack, die sind richtig geil. Und wenn dann halt zu viel sind, dann das übertüncht das alles, wirklich alles. Aber die sind halt sehr geil. Vorne fehlt halt noch ein bisschen. Hey, erzähl doch mal was hier. Was machst du denn gerade? Ja. Ja. Ich bin dabei und mache unseren Gang um 17 Uhr. Ribs. 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 Welchen Rub hast du genommen? Ich habe hier einen Chorizo Rub und ich habe hier einen Royal Flush Rub. Royal Flush, den kennen wir doch, ne? Von Jörn, oder? Der ist von Jörni. Ja. Was sind jetzt die anderen alle? Ich weiß es nicht. Guck mal gerade hier rüber. Das ist ja unser Lager. Ich bin ja hier derartig konzentriert. Einmal ein Trommelwirbel bitte, ich schwenke gleich rüber auf das Ding. Ein Trommelwirbel auf diese fantastischen Bohnen. Scotch Beans mit Rindfleisch, welches nur 14 Tage abgehangen war und deswegen eigentlich nur so verarbeitet werden konnte. Und Leute, der Geschmack ist der Hammer. Und wenn dann noch die Beilage kommt, die Stefan da gebastelt hat,
da mal rein. Der Zauberer. Oh, das sieht geil aus. Ja, es ist einfach. Gewinnerteam, ne? Wir haben heute einen Lauf. Wir haben heute wirklich einen Lauf. Es ist wirklich ein Traum. Da musst du dem Fleisch dazu sagen, das ist Rinderschulter gewesen. Rinderschulter, genau. Und das lag jetzt schon 10 Stunden auf dem Smoker. Ja, genau. 10 Stunden haben wir es auf dem Smoker gehabt, heute Morgen draufgepackt. Und auch diese 10 Stunden und Dämpfen haben es nicht zart bekommen. Aber das Einzige, was es dann geschafft hat, ist eben dann der Dutch Oven, beziehungsweise eben das Kochen in dieser genialen Soße. Und das werden wir jetzt gleich an die Jury rausgeben. Und ich bin gespannt, was die anderen hingekriegt haben, ob sie es zart bekommen haben, denn auch ihr Fleisch war ja keine 14 Tage abgehangen. Es wird spannend. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Gut. Daniel, ja. Es wird sehr schwer heute für euch. Aber wie gesagt, du kriegst keine Bohnen heute. Ja, das ist überragend. Das ist ein Insider. Können wir das? Ja, okay. Es ist überragend. Dann richten wir an und dann zeigen wir euch nochmal, wie es angerichtet ausschaut. Gut. Kasper bringt hier schon fleißig Teller zur Jury, aber vorher zeige ich euch jetzt nochmal den fertigen Teller. Das angeröstete Brot, hier diese Bohnen mit diesem geilen, doch geil gewordenen Fleisch und die Kartoffeln dazu. Ich denke mal, das wird gut ankommen. Jetzt wir sind zufrieden. Ich auch. Ja, absolut. Absolut fantastisch ist es. Hier nach kommt nur noch Dessert, ne? Nur noch Dessert. Und danach kommt Gin, Gin und ach, was sehe ich denn hier? Was sehen meine Augen? Oh, da ist der Gin ja schon. Wenn das nicht drin ist. So, jetzt aber das fertige Ergebnis. Da ist die gefüllte Erdbeere mit Snickers, die karamellisierte Banane, die Blätterteigtasche mit Bounty und darüber noch schön Schokoladenabrieb für die Optik. Ich hätte gerne einmal ohne Licht. Großartig. Einer wie der andere. Ja, die ist so dunkel. Dazu noch ein Minzblatt, auch für die Optik. Das läuft. Perfekt. Jetzt schauen wir mal, was die anderen da so machen. Ja, jetzt sehen wir das fertige Gericht. Ich glaube, es ist Joghurt, gegrillte Ananas, Minzblätter, Erdbeere und hier so eine, weiß ich gar nicht, Nutella-Bananenschnecke. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ich nehme an, es schmeckt auch sehr geil. Mit Nutella macht man nie was falsch. Ich glaube nicht, dass es Nutella ist. Die Vorgabe war ein Schokoriegelfarbe. Ach, dann ist da Schokoriegel mit drin statt Nutella, nehme ich an. Oder irgendwie sowas. Es kann nur einen Sieger geben. Es war eine knappe Nummer. Beide Teams haben Kategorien gewonnen. Mal die einen die, mal die anderen da. Aber am Ende gab es dann nur einen Sieger. Die Sizzle Brothers. Achso. Das hatten wir schon festgestellt. Heute Abend dreimal, glaube ich, dass die auf jeden Fall gewinnen. So, ich mache es einfach kurz und knapp. Team Blau! Wer war Team Blau? Genau. Team Blau ist JBKH. Ausgesprochen Jörn Porke Tobi Hannes! Heute Abend einfach nur noch entspannen. Wir haben, glaube ich, noch unheimlich Rips auf dem Smoker laufen. Ich weiß nicht, ob da jemand noch Lust drauf hat. Ich hätte gedacht, Mitternachtssnack ist immer geil, deswegen habe ich es einfach mal veranlasst. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich hatte großen Spaß bis hier. Ich glaube, bis morgen werde ich auch noch Spaß haben. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Das war's. Unser Roadmovie zu dem schönen Ausflug nach Bischofshofen, zu McBriquet, zum Blogger Summit 2016. Barbecue Summit. Barbecue Summit 2016. Ihr seht im Hintergrund diese traumhafte Kulisse. Es konnte einfach nicht schief gehen. Das Wetter hat mitgespielt. Wir haben fürchterlich geil gegrillt. Wir haben einen tollen Tag hier erlebt oder sogar insgesamt zwei tolle Tage. Und jetzt heißt es für uns Abschied nehmen, abreisen, nach Hause fahren. Und wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind, wenn es heißt Barbecue Summit 2017. Ganz genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns wie immer einen Daumen nach oben da. Ihr könnt hier fleißig kommentieren, was ihr so von dem Ganzen hier haltet. Wir fanden es mega cool. Abonniert unseren Kanal und guckt auch bei anderen vorbei. Genau, guckt auch bei den anderen vorbei. Wir verlinken euch die alle mal. Ihr habt sie im Video alle mal gesehen. Gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ein paar Rezeptvideos folgen auch noch. Wie immer, macht's gut. Macht's hübsch.